So, da bin ich wieder. Prost. Fortsetzen. Willkommen zurück und Prost. Jetzt klingelt das Telefon, also der Festanschluss. Geht's rein in den Raum und dann fängt er an zu klingeln. Das Lied triggert mich so hart. Was für ein Lied? Ist wunderschön. Also das Klaviergespiele, ne? Stopp. Da raus. Ja, mit Minecraft kenne ich mich ja aus. Mein Haus, ich brauche keins zu bauen. Gott sei Kann jemand das Kind mal ruhig machen? So? Die Statue stand vorher noch nicht da, oder? Das war jetzt trotzdem nicht der Weg für den Keller. Ich habe hier umsonst aufgerissen. Fällt mir gerade auf. Ich habe umsonst gerade Zeit verschwendet. Ja, mein. Du hast Minecraft gespielt, glaube ich irgendwie nicht. Das Haus gehört jetzt Baba Yaga aus sein neues Limerose gespielt, ein wenig untertrieben. Er hat es gesuchtet. Ja, nee, ich hab ganz normal gespielt. Ich will die Tür
nicht aufmachen. Nein, ich will die Tür nicht aufmachen. Nein, ich will die Tür nicht aufmachen. Ja, ich habe sehr viel Minecraft gespielt, eine Zeit lang. Im Großen und Ganzen mag ich ja Survivals und für Sachen. Das gehört nicht mir, habe ich nicht gekauft. Er lässt hier seinen Ball schon wieder oben liegen. Nein, gibt es nicht. Ich hab's für PC, ich hab's für Switch, ich hab's für PlayStation, ich hab's für die Xbox. Wir nehmen den Ball mit, falls hier Baba Yaga ist, kriegt seinen Ball gegen den Kopf. Ah, so der Plan gerade. Die Axt nehmen wir aber auch mit. Wir kommen aber wieder raus aus dem Haus. War doch irgendwo. Ja, da hinten. Da ist ein Basker. Gott. Jetzt hatte ich Angst vor dem schlecht animierten Efeu. Ja, von hier, glaube ich, kriege ich den nicht rein. Jetzt spielen wir ein bisschen Phasmophobia. Wie in Phasmophobia. Einfach hochschießen. Wo ist mein Ball? Ich habe meinen Ball verloren. Die sind Leute. Hey, es ist doch nicht so ein Phasmo. In Phasmo, wenn du den gleichen Winkel dauernd machst, geht er immer rein. Apropos, die Musik hat aufgehört. Das ist sicher Keller. Das ist der komische Ritualraum. Meine Axt liegt hier. Ups. Ich will hier auch wieder meinem dritten Arm den Ball mitnehmen. Hallo. Kann ich ihn jetzt nicht mitnehmen, weil der gerade im ewigen Drehding ist. Oh, hier ist er. Ich glaube, wir haben den Keller gefunden. Von Generation zu Generation wurden diese Geschichten Kindern erzählt, die sich in den Wäldern zu weit von ihren Müttern entfernten. Die Erzählungen besagten, dass solche Kinder sich verlaufen würden, bis sie auf ein Haus trafen, dessen Tür von einer gehörnten Ziege bewacht wird. Die Ziege führt das Kind hinein und das Kind wird nie wieder gesehen.
Eine alte Frau wandert durch den Wald und deutet Kindern den Weg zu dem Haus. Die Geschichte unterscheiden sich häufig in der Erzählung. Jedoch wird die Ziege in allen erwähnt. Wo haben wir überhaupt? Ich werde bestimmt gleich irgendwann essen müssen gehen. Gucken, ob ich einfach... Oh Gott, ey. Das ist das schon wieder für einen Dreckskeller, ey. Guck ich mir das immer wieder an. Bin AFK. Was abgelehnt? Dass ich essen darf gehen. Ich muss aber. Oh Gott. Nee, darf nicht AFK gehen. Ach so. Ja, finde ich auch. Jetzt die Kurbel auch mitnehmen? Na klar. Okay, ich wollte mir nur ein Bild ansehen. Die Steuerung, ne? Gott, ey. Ja, was wollte ich sagen? Nimrose, wieso glaubst du denn nicht, dass ich Minecraft spiele? Das würde mich jetzt interessieren. Gott. Ich weiß es gerade nicht. Ist das so schlau, darüber zu gehen? Ich habe Angst. Wir gehen einfach, wenn wir sterben war. Vorderseite, Chloe spielt mit einem Diadem. Rückseite, wühle die Steine auf, um ihr verfaultes Fleisch ans Licht zu bringen. Was? Seh dich meist Horror-Games spielen. Ja, ja stimmt, du bist meist hier, wenn ich irgendwie sowas spiele, das stimmt. Das stimmt. Aber ich mag fast alle Art von Spielen, nur mit Sportspielen kann ich mich nicht ganz so anfreunden. Oh, das. Da. Jetzt habe ich Ohrwurm, ne, wegen dem. Im Piano-Gedönse. Was hat mir das jetzt eigentlich hier gebracht, hier rüber zu kommen? Außer, dass ich ein Foto... Ist hier nix, wirklich nichts mehr. Ich frage mich trotzdem, wieso wir so ein... riesen Loch im Keller haben, ne? Irgendwie bin ich mir nicht so sicher, ob das so stimmt. Einfach nur ein bisschen Loch. Also, dass man hier rüberkommt, nur ein Foto findet. Meistens nämlich beim Foto war doch auch irgendwas. Da. Springen. Schade.
Oha. Ja, Hilfe! Ich bin in einem Bug fest. Kurz der Stein sieht, hängt raus, ne? Da! Da hängt noch einer. Ich das denn jetzt bitte? Ach. Mit meiner Superkraft ziehe ich es einfach raus, okay. Weint da gerade jemand? Du hast sie schon alle. Du musst gehen. Jetzt, ich glaube, sie will dich holen. Hallo Töchterchen, na? Okay. Ich hatte eine Tochter. Aha. Hier war der Altar, ne? Bin gerade ein bisschen angespannt. Schöne Tür. Ihr wisst, was jetzt kommt. Das Klopfen an der Tür. Oh. Nee, 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 nee. Ich bin mir fast sicher, dass das Schaukelpferd sich noch bewegt hat. Da ist meine Tochter.
Wir folgen mal. Ich hoffe, ich speichere zwischen. Du hast sie alle schon. Na, ich bekam ich doch schon. Ein will ich. Aber ja. Töte sie. So von der netten Dame manipuliert, dass wir unsere eigene Mutter nicht mehr haben. Jetzt frage ich mich, es gibt bestimmt auch ein zweites Ende, wo ich bin gerade unsicher.
Aber ein sehr kurzes Game. Willkommen zurück, René. Es kann man auch in VR spielen. Schön. Schön. Was war jetzt die Moral? Wir haben den Horrorfilm mal davon geguckt, René. Einmal Halloween, weil davon gibt es auch einen Horrorfilm von dem Spiel. Die Moral der Geschichte war, dass wir eine schlechte Mutter sind und doch noch immer Drogen nehmen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, die Baba Yaga hat uns gebracht, unser Kind zu töten.